Ortstermin in der St. Jakobikirche. Am 19. Juni kamen Vertreter des Bistums und der Denkmalschutzbehörden, der leitende Architekt und die Bauleitung sowie verschiedene Verantwortliche der Kirchengemeinde St. Lamberti auf der Baustelle zusammen. Diesmal ging es um die Farbauswahl für die Kassettendecke. Dass das Rot irgendwo erhalten bleibt. Die Leute werden zur Decke gucken und sagen, wenn die hinten reinkommen, sehen sie ja viel Rot. Ja, das, dieses Weiße, dieses Sandsteinfarbene sieht man ja erst, wenn man so richtig drunter guckt, voll. Da werden die sagen, es hat sich gar nicht so viel verändert. Das Rot ist ja noch da. Ja, also so ein Beheimatungsgefühl wird wieder hergestellt. Aber kriegt doch einen ganz anderen Charakter. Also was die Decke angeht, würde ich sagen, ist das sehr gelungen. Da haben wir jedes Mal ein Stück dran gearbeitet an die Farbfassung. Und was man jetzt sieht, gerade von der Ecke aus, dass jetzt die helle Deckenfassung mit der fast weißen Wand zusammen Farbe ist. Also die hat eine Wärme, das Rot ist da, also auch die hat hinterher selber eine Qualität von Lebendigkeit und geht nicht sozusagen in eine graue, irgendwo eine unangenehme Düsternis über, sondern sie ist festlich und trotzdem auch ruhig. Also ich finde, das sieht ganz toll aus, auch mit dem Begleitband, was dann sozusagen nochmal hier die Bogenumfassung oben. Müssen wir eigentlich diese Wand, die da war, wieder hinsetzen? Oder wird das reichen, wenn wir links das Türmauer mit der Orgel und rechts das offen lassen, um dieses Fenster auch von dieser Orgelbühne zu sehen? Auf jeden Fall offen. Ja. Beim Ortstermin in der St. Jakobikirche wurde gemeinsam entschieden, dass die Decke als Grundfarbe ein sogenanntes gebrochenes Weiß und das bis jetzt schon verwendete Rot erhält. Der Raum über der Sakristei wird zur Kirche hin geöffnet, so wird der Kirchenraum heller und die Fenster über der Sakristei wird man wieder sehen können. Dort entsteht Platz für Musiker, ein Teil der Orgel wird dort aufgestellt und die Möglichkeit zur Lagerung von Kircheninventar bleibt erhalten.